Seit fast 100 Jahren kommen Touristen und Urlauber an den Scharmützelsee im Südosten Brandenburgs. Alljährlich sind es Hunderttausende. Doch die touristische Idylle hat für die Einwohner ein anderes Gesicht. Eine strukturschwache Region kämpft gegen den wirtschaftlichen Untergang. Und viele Bewohner sind betroffen von mehr als 2000 Rückübertragungsansprüchen von Alteigentümern. Facetten einer Ansichtskarte. Am ersten Tag, als es kein Geld mehr kostete, kam sie hier an, ja? Und hat sich das Haus angeguckt. Und wir hatten gerade den Maler und ich war froh, ihr das so schön vorzeigen zu können. Ich bin überhaupt gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich schon beim Rechtsanwalt war und auf der Gemeinde eben den Restitutionsantrag hinterlegt hat. Ja? Bazzaro hat die besten Voraussetzungen, einer der führenden Kurorte zu werden, ob es eins oder zwei oder drei ist, will ich dahingestellt sein lassen. Wir sind alle arbeitslos, meine Frau auch, wir haben zusammen hier gearbeitet. Eigentlich alle, die hier drin gearbeitet haben, haben keine Arbeit mehr und ziehe in eine andere Stadt, wo ich mir da selbst was aufbaue. Indem jetzt die Investoren mit ihren Ellenbogen uns unseren Ort zerstören, damit kann ich einfach nicht mehr leben. Angefangen hat hier alles mit der Schönheit des Sees, der sich über eine Länge von 12 Kilometern erstreckt und zu Fontanes Zeiten für rund 200 Taler zu haben war. Um die Jahrhundertwende begannen die Berliner hier ihr Glück zu suchen und ließen sich an den Ufern nieder. Architekten errichteten dort Häuser, die einst schon viel Geld kosteten und noch heute in den Lehrbüchern der Baukunst zu finden sind. In diesen Häusern liebten sich Traumpaare wie Anni Ondra und Max Schmeling und gaben zusammen mit anderen der Landschaft Anekdoten und Legenden. So war privater Grund hier bald sehr wertvoll und ist heute wieder von Maklern aller Schattierungen begehrt. Der Scharmützelsee steht in dem Ruf, dass man an seinen Ufern getrost alles kaufen kann. Egal, ob es sich um eine realsozialistische Hotelruine oder die munitionsverseuchten Liegenschaften der ehemaligen Roten Armee handelt. Am Scharmützelsee baute auch die NVA ihr Speziallazarett. Auf Beschluss des heutigen Kreisparlaments soll die Hochburg der Roten Medizin abgerissen werden. Die Saarroer sind über diese Absicht entsetzt, denn die Klinik wird für den Kurbetrieb benötigt und ist Arbeitsplatz für 1000 Leute. Der neue Golfplatz ist bei den Saarroern weniger beliebt. Sein Bau wurde in der gesetzlosen Zeit am Ende der DDR beschlossen. Die dazugehörige Hotelanlage mit dem Firmenstempel Kempinski wird in diesem Herbst fertig. Exklusiv am Ufer des Sees. So verbergen sich hinter der Glanzpostkarten-Idylle die unterschiedlichsten Ansprüche an eine Landschaft. Wie es dazu kam, darüber hat ein Saarroer ein Buch geschrieben. Und sein Name ist inzwischen zur Instanz für alle geworden, die etwas wissen wollen. Reinhard Kiesewetter, ein Besuch zu Hause. Da war mal so eine Frau, die im Kriege hier war und ihren Freund kennengelernt hat. Und der Soldat war hier stationiert und er sollte nachforschen, wo er eventuell hätte geblieben sein könnte. Hat er ja auch gemacht und er hat ja auch viel... Den habe ich aber nicht gefunden. Er hat ihn aber nicht gefunden, aber versucht... Aber umgekehrt, da kam mal ein älterer Herr, sagte, er hatte hier meine Freundin. Und wusste nur den Vornamen und wusste auch von der Schwester den Vornamen. Und tatsächlich, die Frau war leider gestorben. Die war kurz ein Jahr vorher gestorben, aber das haben wir auch rausgekriegt. Mhm. Also solche Dinge gibt es schon, dass solche, das verzückt niemanden, aber am meisten Spaß. Mhm. Verzückte Dinge kommen. Inzwischen füllen bei Kiesewetters Aktenbände, was es an Geschichte schon am Scharmützel gab. Eine Mappe ist allein den Plänen gewidmet, auf die alles zurückgeht. Der Landschaftsarchitekt Ludwig Lesser entwarf Saarow 1908 als Siedlung, in der jedes Haus trotz Zugehörigkeit zu einer Gemeinde für sich in der Natur verbleiben sollte. Hier zum Beispiel habe ich alles Mappen, habe ich aus allen Straßen Bilder, wie der jetzt hier Zustand oder der Zustand war. Zum Teil habe ich es aber auch
für bestimmte Objekte, Kurhaus Saro zum Beispiel, das, da gibt es so viele Bilder, alte Bilder, das habe ich dann nochmal in einer extra Mappe drin, aber sonst habe ich es sortiert nach Straßen und ich kann jetzt nachvollziehen, wie die Häuser mal ausgesehen haben. Die Gegenwart ist in ganz kurzer Zeit Vergangenheit und keiner weiß denn mehr, wie sah es denn wirklich aus. Ich habe oft Schwierigkeiten, wo ich nicht aufgepasst habe, nicht gleich auf das festgehalten habe, in kurzer Zeit ist schon vergessen. Für die Abrissgenehmigung dieser Villa am See, die zu DDR-Zeiten als Kleinstkinderheim genutzt wurde, sind die Verantwortlichen nicht auszumachen, erzählt uns Reinhard Kiesewetter. Ein Amt schiebt es auf das andere. Das gilt auch für andere Genehmigungen, die in Saro nach der Wende erteilt wurden und den Ort nach und nach in eine riesige Baustelle verwandeln. Den Besitzern von Grund und Boden beschert ihr Bautreiben bereits eine hervorragende Rendite. Eine traumhafte Wohnlage am Scharmützelsee ist begehrt. Für uns war das vorher ja wunderschön. Nach der Seite sind wir runtergegangen, hatten wir das Wasser. Nach der Seite sind wir gegangen, da waren wir im Wald. Jetzt ist vorne Gitter vor und da steht dran, betreten verboten Privateigentum. Also wenn man in den Wald will, muss man dann schon im großen Bogen gehen. Und wenn man hier lang ging, am Ende der Straße, war der schöne Wald, immer ein angenehmer Blick. Gerade ein Architekt macht das so, dass er am Ende irgendeiner Straße dann einen Punkt hat. Jetzt stehen dort große Miethäuser. Das irgendwie der Ludwig Lesser würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er sehen würde, wie man seine ursprünglichen Vorstellungen damit kaputt macht. Saro litt zu DDR-Zeiten unter dem Mangel an Baumaterial. Hinzu kam viel Gleichgültigkeit von DDR-Funktionären gegenüber der historischen Substanz. Heute drängen Erben oder Erwerber von Saroer Liegenschaften auf Erhöhung der Siedlungsdichte, ohne Rücksicht auf das, was Saro so unverwechselbar macht. Tatsächlich läuft Saro Gefahr, in kurzer Zeit seinen architektonischen Reiz zu verlieren. Dieser Kummer treibt Reinhard Kiesewetter um. Darum fotografiert er das Baugeschehen, darum dokumentiert er das Saro von einst. Heute sind in Saro 80% aller Grundstücke von Rückübertragungsansprüchen betroffen. Den meisten Einwohnern dieser Häuser wird auf die unterschiedlichste Weise nahegelegt, aus ihnen zu verschwinden. Das betrifft auch Gertrud Zucker, eine bekannte Illustratorin von Kinderbüchern. 8,5 Millionen Bücher wurden zu DDR-Zeiten mit ihren Zeichnungen gedruckt. Zu Millionen hat es die Frau dabei nicht gebracht, konnte aber das Haus und Grundstück nach DDR-Recht kaufen. Mit der Währungsunion stellte sich der Besuch einer alten Dame ein. Am ersten Tag, als es kein Geld mehr kostete, kam sie hier an, ja? Und hat sich das Haus angeguckt. Und wir hatten gerade den Maler und ich war froh, ihr das so schön vorzeigen zu können. Ich bin überhaupt gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich schon beim Rechtsanwalt war und auf der Gemeinde eben den Restitutionsantrag hinterlegt hat, ja? Sonst hätte ich wahrscheinlich mich auch etwas anders verhalten, ja. Aber ich habe sie zum Kaffee eingeladen und so. Ich fühlte mich eigentlich hintergangen, ja. Und dann ging es eben los, nicht? Wobei wir eben eine moderate Person haben, die eben mit Rechtsanwälten, nicht? Und sie wollten uns, wie nennt man das, die Rechtschaffenheit absprechen, ja, weil wir eben Diener des alten Regimes waren, ja. Und das, damit sind sie dann nicht weitergekommen, nicht? Und dann wurde, wie so üppig ist, dann wurden diese Enteignungsbeschlüsse 52 angezweifelt, ja. Und im Grunde sieht es jetzt so aus, als wenn es doch für uns ganz gut ausgeht, ja. Abwarten. Sich im Recht fühlen, tatsächlich Recht zu haben und es auch zu bekommen, im Rechtsstaat ein komplizierter und langwieriger Weg. Am Scharmützelsee führt er jedenfalls dazu, dass immer mehr Schilder wie diese auftauchen. Ein Grundstück, das dies demnächst betrifft, bewohnt Familie Berger seit Jahrzehnten. Der Zahnarzt, nach der Wende selbst für kurze Zeit Bürgermeister, wird weichen müssen.
Ich habe nach der Wende dem Alteigentümer angeboten, dieses Haus zu kaufen, in Form einer gütlichen Einigung. Das ist nicht zustande gekommen. Es hat sich ein neuer Eigentümer gefunden. Und wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir eine Eigenbedarfskündigung bekommen haben, nachdem ein erster Kündigungsversuch nicht zustande gekommen ist. Und wir haben noch das Wohnrecht bis zum 31. März 1997. Und bis dahin sollen wir geräumt haben. Viele von den Alteigentümern kommen als Kinder oder Erben jener Generation von Saarower Bürgern, die zur Zeit des Nationalsozialismus enteignet, vertrieben oder ermordet wurden, weil sie Juden waren. Reinhard Kiesewetter hat angefangen, diese Schicksale nachzuzeichnen. Viele Lebensspuren verlieren sich in deutschen Konzentrationslagern. Die Nazis haben das in Saarow frei gewordene Eigentum konfisziert. Die DDR hat dieses Unrecht nie korrigiert. So entstand ein historischer Scherbenhaufen, dem man heute mit Gerechtigkeit schwer gerecht werden kann. So liegen Recht und Unrecht am Scharmützelsee dicht beieinander. Reinhard Kiesewetter kennt auch Lichtblicke. Einer davon, das romantisch am Westufer gelegene Café Dorsch. Die DDR-Gewerkschaft verstaatlichte das einstige Künstlercafé. Der Besitzer verließ nach dieser Enteignung die DDR. Das Haus nahm sich die Stadtsicherheit. Der DDR-Spion Guillaume soll sich hier erholt haben, erzählt man. Nach der Wende pachtete Familie Vater das Anwesen von der Treuhand. Es war in einem fürchterlichen Zustand. Das Mobiliar war Baujahr 1976 und es war völlig verwohnt. Es war nicht mehr sehr schön, bis auf ein paar Mülleimer haben wir gar nicht behalten, haben alles rausgeschmissen und haben dann das Haus neu aufgebaut, restauriert, renoviert, so viel gemacht, wie wir eigentlich konnten, mit unseren finanziellen Mitteln auch. Und dann meldete sich der Herr Felix Wetzel aus Konstanz. Und da war natürlich der Schreck erstmal groß. Es lebt noch der Eigentümer des Grundstücks. Wir hatten es bis dahin gepachtet. Erst von der Treuhand, dann von der Gemeinde. Da sagte unser Anwalt, sieh deine Frau hübsch an, fahr sofort nach Konstanz. Wir noch mit unserem Trabi bis Konstanz, eine Riesenstrecke, runtergefahren, uns mit Herrn Felix Wetzel dort getroffen, ein sehr netter Herr, älterer Herr, sehr allein gelassen. Und er machte uns das Angebot, dass wir das Grundstück kaufen konnten. Und so sind wir dann zu diesem hübschen Grundstück gekommen, sind Eigentümer jetzt vom Grundstück, von Grund und Boden und von diesem Häuschen. Es ist noch viel zu tun. Wir wollen dieses Jahr auch noch wieder was machen, etwas umbauen. Aber alles Schritt für Schritt, alles auf einmal. Geht, wie Sie wissen, nicht. Heute erinnert eine kleine Ausstellung im Café Dorsch an bittere Wahrheiten deutscher Vergangenheit und verweist zugleich liebevoll auf all jene, die Saarow einst zu dem gemacht haben, was es war. Ein verträumter Ort am Scharmützelsee. Auch Max Schmeling hat Bilder gestiftet. Saarow allein ist nicht der Scharmützelsee, obwohl es manchmal so scheint. Um das Märkische Meer, wie Reinhard Kiesewetter den See liebevoll nennt, führt ein 30 Kilometer langer Uferweg. Mit dem Auto ist der Weg über die Alleestraßen etwas weiter. In Richtung Süden kommen wir nach Radlo, ein Ort mit alten slawischen Wurzeln. Auch hier künden Schilder vom großen Umschwung, von parkartigen Villenanlagen. Ja, das fing 91 an. Da kam der Makler von München und wollte alles aufkaufen. Da hat man einen Vertrag gemacht und dann hat sich nichts mehr getan. Wie und was? Angeblich ist die Erschließung so teuer.
Die Namen derjenigen, die ihr einst Versprechungen abgegeben haben, sind von der Tafel verschwunden. Naja, in dem Vertrag steht, dass wir Kindchen kennen. Und wenn wir die Kindjungsfrist verpassen, dann läuft der Vertrag wieder hier. Und das hat man 94 gemacht, also nicht bloß wir alle, die daran beteiligt sind. Und dann hat er am 29. Dezember ist es dann ausgelaufen und da hat er schnell noch einen Käufer gebracht, aber den haben wir noch nie gesehen. So bleibt in Radlow vieles beim Alten. Für die einen Romantik, für die anderen Enttäuschung. Denn an der Verwandlung von Ackerland in Bauland hätten die Radlower gerne mitverdient. Reinhard Kiesewetter besucht Radlow aus einem anderen Grund mehrmals im Jahr. Er protokolliert, so wie in Saro, mit dem Fotoapparat die Veränderungen und das Leben der Gäste. Ja, das ist der letzte Storchenturm, oder überhaupt der letzte Storch, der am Scharmützelsee brütet. Da oben guckt gerade ein Junge raus. Und es wird auch für lange Zeit wahrscheinlich der letzte gewesen sein. Denn der Schornstein soll ja wohl jetzt weggerissen werden, weil hier irgend so ein Immobilienmensch das Gelände gekauft hat. Und da stört so ein Turm. Und Störche passen dann nicht mehr in die Gegend. Das ist eigentlich schade, denn unsere ganze Gegend war ja früher mal viel. Es gab ja hier mal viel Störche. Der Nachbarort Storkow hat ja seinen Namen sogar nach dem Storch. Und dadurch, dass wir hier sehr viel Biotope haben, haben sie natürlich reichlich Nahrung gefunden, auch in den Wiesen. Ja, es tut mir leid, wenn der nicht mehr da sein soll. Ein Stück Natur weniger dann im Ort. Schade. Nach dem Absturz der DDR-Wirtschaft bleiben die sogenannten kleinen Leute als Urlauber in Radlow aus. An mangelndem hygienischen Standard liegt es nicht immer, denn auf den Grundstücken der untergegangenen Betriebe trafen wir auf Bungalows, die nicht nur äußerlich einen intakten Eindruck machten. Angeblich gehört das Grundstück jetzt einem Investor, der die Häuser wegen Baufälligkeit abreißen will. Reinhard Kiesewetter fotografiert, was hier an ehemaligem Volkseigentum verfallen soll. Heuberofin, Betriebsteil Besko. Das ist eines dieser Betriebsferienheime und es war ja dann immer üblich, dass die Belegschaften das vorher, bevor die Saison losging, gepflegt haben. Und dann wird es oft getauscht. Die Betriebe hatten ja in der Nähe ihrer Objekte, wenn sie solche Möglichkeiten hatten, ihre Betriebsferieneinrichtung. Und dann brauchten sie nur zu annoncieren, Bieter am Scharmützelsee, Ferienheim für so und so viele Familien. Und da konnten sie sich aussuchen, ob sie ins Erzgebirge fahren wollten oder in die Ostsee oder Thüringer Wald. Da gab es immer Angebote, das war eigentlich kein Problem. Nicht überall konnte man zu DDR-Zeiten am Scharmützelsee so bequem Urlaub machen wie in Radlow. Am Südufer des Scharmützelsees, direkt hinter der Uferpromenade, kann man Spuren davon im dichten Mischwald finden. Doch nicht auf den ersten Blick. Wenige Meter entfernt von dieser Bank lagert ein alter Trinkwassertank. Wieder einige Meter weiter steht im Gebüsch eine Tischtennisplatte aus Beton. Ja, die Betriebe waren natürlich findig. Die Leute, die mit Wasser zu tun hatten, hatten zum Teil ausrangierte Boote. Die wurden auf dem Scharmützelsee hingelegt und da konnten die Leute Urlaub machen. Und die Bahn, die hatte natürlich die außerordentlich günstige Chance, einen Bahnhof direkt am Scharmützelsee zu besitzen, hat hier ein extra Gleis gelegt und dort einen Zug abgestellt oder eine Reihe von Waggons, die als Urlaubsobjekt ausgestattet waren. Getränke waren in der DDR im Sommer immer knapp.
Wer vom Urlauberzug am Abend loszog, um ein Bier zu suchen, landete meist in diesem FDGB-Heim. Wir hatten im Schnitt 74 Betten, konnten wir belegen, inklusive Bungalows, 5 Bungalows mit Duschen, Toilette, dann Sauna, Aufenthaltsräume, Frühstücksraum, 2 Terrassen, Wasserträder, Angelkähne, Fahrräder und eigene Gärtnerei. Die wurde aber gleich am Anfang niedergemacht. Der Gärtner, der Herr Hinz, sollte so viel Pacht bezahlen, das konnte er gar nicht aufbringen und hat sich auf sein eigenes Grundstück selbst eine Gärtnerei eingerichtet. Und von da an war auch diese Gärtnerei in Untergang geweiht. Die Gewächshäuser sind ja nagelneu, erst wurden erst neu gebaut, aber gleich nach der Wende die Gärtnerei aufgegeben und da war auch Schluss damit. Ich werde ja wegziehen aus Wendeschrieds, da ja eine Arbeit ja so gut wie unmöglich ist. Wir sind alle arbeitslos, meine Frau auch, wir haben zusammen hier gearbeitet. Eigentlich alle, die hier drin gearbeitet haben, haben keine Arbeit mehr und ich ziehe in eine andere Stadt, wo ich mir da selbst was aufbaue. Leider, ich bin gern hier geblieben, aber geht nicht. Der FDGB und die anderen Hausherren verschwanden mit dem Untergang der DDR. Mit dieser Selbstauflösung wurden diese Häuser herrenlos. Reinhard Kiesewetter fragt sich, wer die Verantwortung dafür trägt, dass funktionsfähige Einrichtungen wie solche Ferienheime nicht mehr betrieben werden. Das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung hat sie endgültig lahmgelegt. Für die Region hat dies bittere Konsequenzen. Allein das kleine Dorf Wendeschrieds bot am Ende der DDR 300 Personen Arbeitsmöglichkeiten im Fremdenverkehr. Reinhard Kiesewetter zeigt uns, wo das einmal war. Ort der Handlung, Straße der Jugend. Und auch hier kündigt ein Schild den Bau eines Wohnparks an. Archivbilder zeigen, was hier einst stand. Das größte Urlauberzentrum der DDR für junge Leute, betrieben durch die FDJ. Eine Anlage aus Hotel und massiven Bungalows bot unmittelbar am See insgesamt 1000 Gästen gleichzeitig Quartier. Mit dem Ende der FDJ und dem lange ersehnten Ende der verorteten Freizeitgestaltung war diese Anlage plötzlich ohne Benutzer, aber nicht einsturzgefährdet. Eine Investorengruppe sah für das zehntausende Quadratmeter große Areal eine Vermarktungschance, aber nur als Wohngebiet. Die Treuhand gab den voll funktionsfähigen Freizeitkomplex zum Abriss frei. Ein Amateurfilmer war dabei. Bis heute ist es lediglich beim Abriss geblieben. Von Neubau keine Spur. Das Schlimmste aber ist, dass das abgerissen wurde, bevor eine endgültig und klare Konzeption bestätigt war. Das passiert überhaupt hier in der Gegend immer wieder, dass man erst abreißt und dann anfängt zu überlegen und hin und her, man könnte doch das machen. Die ursprüngliche Konzeption, die sollte dann nachher nicht mehr verwirklicht werden. So, weil die Gemeinde der Meinung war, hier sollten auch sportliche Einrichtungen mit entstehen. Der Investor, der dann zuerst hier seine Pläne hatte, der hat die wohl vergessen gehabt. Sollten es nur noch Villengrundstücke werden. Jetzt sind wieder sportliche Einrichtungen im Gespräch. Aber wie man sieht, bis hier ist nur abgerissen worden. Und das schon seit sehr langer Zeit. Man hätte das ohne weiteres noch 2 Jahre nutzen können. Ein Betreiber hätte sich ja doch sicher finden können, der diese Zwischenzeit überbrückt hätte, bis endgültig klar ist, was hierbei geschehen soll. Das Einzige, was vom Jugenderholungszentrum am Scharmützelsee geblieben ist, das ist der Hafen für Sportboote. Die Liegeplätze sind heute eine Frage des Geldes. Zu realsozialistischen Zeiten war so ein Bootsplatz eine Frage von Beziehungen. Für die Segler ist der Scharmützel ein ideales Revier, egal ob Ost- oder Westwind. Das Segeln ist hier über alle Zeitenwechsel hinweg ein Traum geblieben. Sie sehen genau wie
Vöglein stimmen fröhlich ein, offen Himmel und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Da-da-da, tief im Wald, nur ich und du, der Herrgott drückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein, Wochenend und Sonnenschein. Wenn am Abend die Boote in den Buchten vor Anker gehen, dann gibt es am Himmel nicht nur Lichtstimmungen, die vergessen lassen, mit welchen Problemen sich die Region plagt. Die Musik, die von den Zeltplatzdiskotheken dröhnt, signalisiert, junge Leute sind auch ohne FDJ am Scharmützelsee unterwegs. Auch ohne den staatlichen Jugendverband gibt es Möglichkeiten attraktiver Freizeitgestaltung. Mit Reinhard Kiesewetter geht die Fahrt weiter zum Westufer des Sees, hin zu dieser Riesenbaustelle. Auftakt für Europas größten Freizeitpark der Luxusklasse mit angrenzenden Hotelanlagen und Eigentumswohnungen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei rund 7.000 Mark. Der Blick auf den See ist etwas teurer. Die Investoren verkünden stolz, die Tennisstars Henri Lecomte und Boris Becker hätten schon gekauft. Bis jetzt verbaut sind 215 Millionen und Gesamtplanung sind rund 600 Millionen. Von den Wohnanlagen führen wenige Schritte zu den Golfplätzen, deren Dimension in Europa einmalig ist. Mindestens 54 Loch werden hier bald auf exzellentem Grün bespielbar sein. Die sportliche Prominenz ist bei Wettkämpfen und Benefizveranstaltungen schon anzutreffen. Sie macht den Scharmützelsee zu einem international beachteten Markenzeichen. So kommt die Region, wenn auch nicht unumstritten, wieder in die Medien. Viele Saarroer lieben diesen neuen Golfplatz heute nicht mehr. Damals, nach der Wende, konnten sie den Beschluss zu seiner Errichtung nicht schnell genug fassen. Das ist heute fast vergessen. Wenn Sie erlebt hätten, was am 23. August 1990 passiert ist. Das war die erste öffentliche Gemeindevertretersitzung in Bazzaro. Auf der Tagesordnung stand, eine österreichische Gesellschaft will ein Golfprojekt vorstellen. Auseinandergegangen ist die Gemeindevertretung mit einem Beschluss, dass dieser Gesellschaft die Option erteilt wird, hier in Saarow diese große Anlage auf einer Fläche bis zu 300 Hektar zu gestatten. In dem Projekt, das die vorgelegt hatten, das war zusammengehauen, da war mal von 18 Loch die Rede, dann war von 36 Loch die Rede, dann von 54 Loch. Da waren viele bunte Bilder, wie es in Österreich aussieht. Und dann wurde tatsächlich aus der Versammlung heraus beschlossen, also ohne dass man in einen Ausschuss gegangen ist, ohne dass man sich um andere Objekte gekümmert hat, gesagt hat, könnten eventuell andere Betreiber kommen, die uns vielleicht was Besseres bieten oder was anderes bieten. Nein, diese eine Gesellschaft, die kommt für uns in Frage und es wurde der Zuschlag erteilt mit zwei Einschränkungen. Erstens, ein Ausschuss soll das ganze Vorhaben begleiten und kritisch nachfragen, was dort alles passiert. Und zweitens, es ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung herzustellen. Diese beiden, kein Mensch hat später mal gefragt, ob das wirklich gemacht wurde. Das ist auch nicht gemacht worden. Hat kein Mensch mehr interessiert. Sie haben den Zuschlag bekommen und seitdem freie Fahrt gehabt. Und alles andere ist dann von alleine gekommen.
Reinhard Kiesewetter hat fotografiert, wie es mit diesem Golfplatz begann und hat sich in Zeitungsartikeln als Gegner dieses Projekts ausgewiesen. Sein Hauptargument: die Anlage sei zu groß und nichts für das Portemonnaie der kleinen Leute. Man hat gesagt, jetzt kommt da so reiche Leute da irgendwo und bauen uns hier die Landschaft kaputt. Nicht? Das war der erste Ansatz. Dann kam das Thema mit den gewaltigen Eingriffen in die Natur. Logisch, hier sind ja Tausende von Bäumen gefällt worden. Da vielleicht davon uns ist vielleicht auch ein kleiner Fehler gemacht worden, dass wir nicht direkt die Information an die Bevölkerung weitergegeben haben, was tatsächlich passiert ist. Denn in dem Moment, das waren ja alles klare vertragliche Regelungen, die bis oben hin abgesegnet wurden, bis in die Regierung. Und es gibt ja diese gewaltige Summe an Ausgleichsmaßnahmen. Wir machen ja zigtausende von Quadratmeter oder Hektar an Ausgleichsmaßnahmen, Wiederaufforsten, zum Beispiel jetzt in Reichenwalde, ja? Da ist der abgebrannte Wald, da sind wir jetzt gerade dabei. Ja? Wir haben jetzt schon ausgegeben in den letzten 2 Jahren runde 2,7 Millionen Mark nur für Neubepflanzungen und Ausgleich auch. Einmal Forsten und einmal die Gemeinde Bad Saro, das ist, weil der Kurpark heute schon wieder in der Verfassung ist, den haben wir gemacht. Mit der Ankunft im Kurpark von Saro haben wir den Scharmützelsee einmal umrundet. Die Anlage ist das eigentliche Herzstück am See. Bis 1993 war das ganze Gebiet ein Sanatorium der Roten Armee. Danach war nichts mehr benutzbar. Heute stehen hier die vom Golfplatzbetreiber gestifteten Bänke. Und ein Schild der wiedergegründeten Kurverwaltung behauptet, binnen der nächsten 2 Jahre würde der Kurpark völlig neu aufgebaut sein. Es soll angeknüpft werden an die Kurbad-Tradition mit dem heilsamen Wasser aus 500 Metern Tiefe. Alles soll funktionieren wie einst. Aber nicht nur für betuchte Berliner, sondern für tausende Patienten aller Klassen. Doch das alles ist unvorstellbar, denn der Kurpark besteht praktisch nur noch aus den Ruinen. Die realsozialistischen Jahrzehnte haben der Mitte von Saro bitter mitgespielt. Der neue Kurdirektor ist trotz allem optimistisch. Dadurch, dass wir in sehr großem Umfang Fördermittel vom Land erhalten haben, ist es uns möglich, die zentralen Kureinrichtungen zu bauen als Basis für die Weiterentwicklung aller anderen Bereiche in diesem Ort. Das ist einmal die Saro-Therme, ein sehr großes und, wie wir glauben, sehr, sehr schönes Therapiezentrum, was im Kurparkbereich entsteht. Dann ein Haus des Gastes, ein Kursaal. Kurz alle umfangreichen Investitionen, die als zentrale Kureinrichtung gelten, im Umfang von etwa 80 Millionen Mark. Wichtig ist dabei, dass das für uns oder für diejenigen, die als Investoren oder Betreiber nach Bad Saro kommen wollen, die Absicht haben, eigentlich einen Motivationsschub darstellt. Das heißt, sie sehen, dass hier eine Entwicklung kommt, auf die man setzen kann. Und das löst dann Folgeinvestitionen aus, sodass wir im Moment bei einem derzeitigen Stand sind von Vorhaben, die noch in Planung sind oder bereits in Umsetzung sind, von insgesamt 1,2 Milliarden D-Mark. Dies ist das Modell der Saro-Therme, der künftigen Mitte des Kurbetriebes. Schwimmen über das ganze Jahr hinweg soll hier möglich werden. Die Skizzen lassen ahnen, welche gewaltigen Veränderungen dem Ort bevorstehen. Ist das Projekt durchsetzbar, hoffen die Verantwortlichen dadurch 1000 Arbeitsplätze neu zu schaffen. Das wäre dann ein wirkliches Wirtschaftswunder für das Land Brandenburg. Das Land fördert diese Entwicklung mit einer fast dreistelligen Millionensumme. Inzwischen liegen alle Bewilligungsbescheide vor, sind die Zahlungsmodalitäten ausgehandelt. Mit der Bohrung des ersten neuen Brunnens hat die Auferstehung des Kurbades begonnen, betonen die Verantwortlichen. Die aus dem Bohrloch entnommenen Proben signalisieren, dass die Planung der künftigen Anlagen von richtigen Voraussetzungen ausgeht.
Der eigentliche Baubeginn für die Therme soll jedoch erst nach den endgültigen Laboranalysen erfolgen. Aber der Bohrlärm rund um die Uhr macht die Therme schon zu einem Stückchen Gegenwart. Es ist natürlich ein schwieriger Weg und das will ich gar nicht verhehlen, dass wir doch eine ganze Reihe Probleme haben. Aber toi toi toi, wir haben bis heute die gesamte Ablaufplanung so einhalten können, wie wir es auch geplant haben. Das heißt, dass wir eben doch mit sehr großer Zuversicht an den 31.12.98 denken, wenn alles fertiggestellt sein soll. Je mehr die erhoffte Auferstehung Sarus näher rückt, umso zurückhaltender verhalten sich die anderen Alteigentümer der Grundstücke im Kurpark. Bis auf wenige Ausnahmen spekulieren Besitzer dieser Villen auf die Wertsteigerung ihrer Grundstücke durch das künftige Baugeschehen. Sie selbst aber investieren nicht. Für den Bürgermeister ein Riesenproblem. Gegenwärtig ist die Tendenz in der Richtung, es dieser Grundstücke zum Teil als Spekulationsobjekt verwandt werden, es die Alteigentümer eigentlich viel mehr daran interessiert sind, den meisten Wert aus ihren Grundstücken rauszuholen, statt sie Häuser zu rekonstruieren, zu renovieren, wieder in Ordnung zu bringen. Und das wird eigentlich in Zukunft ein Problem sein, wovor die Gemeinde steht. Und da wird die Gemeinde garantiert mit Baugeboten arbeiten, um den zentralen Kurbereich so schnell wie möglich, auch in der Gesamtentwicklung bis 98, auf Vordermann zu bringen. Aber nicht nur spekulative Grundstücksgeschäfte gefährden die Zukunft am Scharmützelsee. Da ist noch das Humane-Klinikum. Mit 1000 Angestellten einer der größten Arbeitgeber östlich von Berlin. Doch der einstigen Militärmedizinischen Akademie der NVA, die heute mit all ihren Spezialeinrichtungen und anerkannten Ärzten jedermann zur Verfügung steht, droht die Schließung. Ein Kreistagsbeschluss will es so. In 10 Kilometern Entfernung soll für knapp 1 Milliarde Mark ein neues Klinikum errichtet werden. In den Augen der Saarroer eine Schildbürgerei. Der Ort benötigt diese Klinik als Arbeitsplatz und als Rückgrat für den modernen Kurbetrieb. Die Kurdirektion lief monatelang Sturm gegen diese Entscheidung und zog mit dem Hilferuf nach Bonn die Notbremse. Nicht der Kanzler kam, sondern Kanzleramtsminister Bohl. Im Bonner Kabinett gilt er als der Mann für das Praktische. Alle wichtigen Entscheidungen gehen über seinen Tisch. Den Weg dorthin muss man kennen. Durch Beziehungen. Die heutigen Betreiber des Klinikums, die Gesellschaft Humane aus München, vermittelt dem Gast aus Bonn, warum diese Einrichtung ihren Betreibern bereits heute und auch in Zukunft schwarze Zahlen garantiert. 600 Patienten werden in den verschiedensten Klinikbereichen stationär behandelt. Weitere 1000 Patienten aus dem gesamten Land Brandenburg suchen hier täglich Rat und Hilfe. Auf Gebieten wie der Tumorbehandlung, der Hilfe bei schwerer Migräne oder komplizierten Störungen der Atmung beschreiten die Ärzte hier erfolgreich neue Wege. Das Klinikum ist heute international bekannt. Der Politiker aus Bonn hält sich nach seinem Rundgang bedeckt. Er weiß, dass man in schwebenden Verfahren seinen Plan nicht offenbaren darf. Wissen Sie, das sind natürlich vielfältige Entscheidungen. Es sind kommunalpolitische Entscheidungen, Kreisentscheidungen, Landesentscheidungen. Die Klinikpläne des Landes spielen eine besondere Rolle. Das ist ein sehr schwieriges Gebiet, was sich mit Sicherheit nach einem einmaligen Besuch nicht zu abschließenden Erklärungen eignet. Und deshalb werde ich mir das zu Hause in Bonn mal in aller Ruhe anschauen und mal sehen, was man da tun kann. Werden Sie sich einmischen in dieses Problem? Das entscheide ich dann, wenn ich mir das angeschaut habe. Die Saarroer glauben, dass es nur eine Entscheidung geben kann. Die Klinik mit ihrem neuen radiologischen Zentrum muss bleiben. Und sie hoffen, dass der künftige Kurbetrieb nicht nur ein leeres Versprechen war. Noch wimmelt es im Ort von Kaufinteressenten für alles, was entsteht. Noch besitzt der Scharmützelsee mit all seiner Geschichte eine magische Anziehungskraft.
Ja, wir sind hier durch Kontakte zum Humane-Klinikum nach Pazzaro gekommen. Und das hat uns also so gut gefallen. Und durch Zufall haben wir erfahren, dass hier also was sehr Schönes gebaut wird. Und da haben wir uns dann relativ schnell entschlossen, uns hier einzukaufen. Weil es ein interessantes Pflaster ist, um es mal so profan auszudrücken. Ja, interessant in Bezug auf das, was sich hier tun wird eben, nicht? Weil der Erholungswert doch hier relativ groß ist. Einmal durch den See und durch die neuen Sportanlagen auf der anderen Seite vom See. Nicht, wird sich einiges tun. Eben weil Berlin vor der Tür liegt, das ist, man kann es vergleichen wie den Tegernsee zu München etwa. Nicht, der liegt auch so 50, 60 Kilometer von München weg, fährt eine Dreiviertelstunde bis dahin und so ähnlich sehe ich, beurteile ich das hier auch von Berlin aus. Sicher ist Tegernsee ein relativ teures Pflaster und das wird es ja auch. Das wird es mit Sicherheit ja auch. Nicht? Im Moment sind die Preise also für unsere Begriffe noch zivil, aber die werden sicher nicht so bleiben. Also da steckt schon noch Musik drin. Ja. Uns wird eines Tages das Wohnen in Saro vergrault sein, weil wir einfach nicht mithalten können. Weder die einheimischen Mieter mit den Preisen, die in die Höhe schnellen, noch die Grundstücksbesitzer, weil die Grundstückspreise steigen doch ins Unermessliche. Und eines Tages, ob wir wollen oder nicht, werden mal die Einheitswerte umbewertet werden. Und dann werden mal die Steuern hochgeschraubt werden. Und das alles durch diese maßlosen Spekulationen, die hier erfolgen. Das sind die widersprüchlichen Facetten der Postkartenidylle am Scharmützelsee. Angst und Hoffnung dicht beieinander. Den Bahnhof konzipierte Ludwig Lesser einst als Portal, durch das der Besucher in eine Region tritt, die ihn Sorgen und Schmerzen vergessen lässt. So ist der Bahnhof das eigentliche Wahrzeichen von Bad Saro. Die DDR hat es verfallen lassen, denn die heutige Einsturzgefahr ist kein Resultat der Wende. Nach dem Jahre 2000 soll hier statt des alten Dieseltriebwagens der Intercity Station machen. Aber vorerst bleibt das Wandeln auf dem denkmalgeschützten Bahnhof lebensgefährlich und ist darum verboten. Noch bleiben die ersehnten Scharen anreisender Kurpatienten aus. Denn das Hickhack am Scharmützelsee ist noch nicht entschieden. Thank you.